Was geht Jo, ab? der hat mich das letzte Mal nicht enttäuscht. Der hat mich das letzte Mal nicht enttäuscht. Der hungrige Hugo. Ich bin hier mit Prinz Tomate. Hat Stil, hat Stil. Wir haben uns auf die Suche nach der Das tomatigsten gefällt mir, Tomate das mag ich gemacht. zum Beispiel. Yay. Tod den Tomaten! Tod den Tomaten! Tod den Tomaten! Ist es okay, wenn ich dich Markus nenne? Dein Tomatenkopf. Warum ist dein Kopf so rot wie eine Tomate? Weil ich zu viel Blut habe. Also ich bin Prinz Tomatenkopf von Anhalt. Okay. Ich hätte gerne nur kurz meinen Leitfaden, Vincent. Damit ich, Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ich glaube, du hast viel schon so biografisch erzählt über dich, aber wäre auf jeden Fall cool, wenn du Bock hast, das nochmal so ein bisschen zu erzählen. Ich bin da als Kleinkind schon mit dem Virus Reichtum und Dekadenz infiziert worden. Und das ist bis heute nicht mehr rausgegangen. 100.000 Quadratmeter Grundstück. Und wir hatten Pferde und Hunde, wir hatten 4 Pferde und einen Fohlen. Wir hatten Pferde und Hunde, wir hatten 4 Pferde und einen Fohlen. Das ist mein Humor, Leute. Ihr könnt jetzt meckern, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt sagen, der Typ, der hat keinen Geschmack oder so. Aber das ist mein Humor, Leute. Genau so muss es sein. Ja, der ist stark. Das geht's. Und dann habe ich es gerochen, dass man Geld verdienen kann. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Wir haben eine Beziehung zusammen, wir haben Sex zusammen, wir lieben und wir haben Schmetterlinge im Bauch. Ich liebe dich für immer. In dem Zeugnis. Da war eine saure Gurke bei der ersten Klasse in meiner Schule. Da stand Markus hat einen sehr ausgeprägten Penis. Und den habe ich. Den habe ich. Es kommt ja auf die Härte an, ne? Was? Achso, ja klar, ich zeig's dir, warte. Dann haben wir es, warte, eine Sekunde. Hier, also ein kleines Beispiel. Leck mich am Arsch. Wie alt warst du denn da? 21. Das ist die sanfte Respekt. Respekt, Respekt. Respekt, Respekt. Respekt. Respekt, Respekt, Respekt. Wenn du meinen Kurs kaufst auf Instagram, dann erkläre ich dir die Basics. Wenn du die verstehst und dann fleißig bist, dann verdienst du 15.000 oder 20.000 Euro im Monat. Das bringe ich jedem Polen in 5 Minuten bei, wie es geht. Also das hab ich sofort gesehen, das glaube ich. Und er hat in 5 Minuten. Alter, ich muss los, Mann. Verdient. Und die Frau steht jetzt in der Sonne. Alter, da greift ihn jedes Mal ans Handgelenk, ne? Das ist eine klassische Prinz-Markus-Geschichte. Eine ganz klassische, so kennt man ihn. Nee, stark auf jeden Fall, gefällt mir. Ganz großes Ufer an der Stelle. Ja, das bringt er jedem Polen bei. Nee, aber ich muss auch sagen, Prinz Markus ist auch so einer, der gefällt mir vom Optischen her sehr gut. Und ich finde, der wirkt mir sehr professionell, so wie er aussieht. Er ist professioneller Taschendieb. Ja, sag ich doch. Sein Name. Ich Bodybuilding gemacht. Du, los. Können mal Bilder von mir zeigen. Und ich habe dann halt eine ekelhafte Rückenverletzung gehabt, mit einer Zyste im Rücken, teilweise auch meinen Penis nicht gespürt. Bist du wirklich so dumm und asozial oder ist das nur Fassade, diese protzige Art und dumme Sprüche mit einbezogen? Findest du's? Alter, sag mal, wie lost war eigentlich der Typ, der das erstellt hat? Hungriger Hugo, sag mir bitte, was machst du in deinem Leben, um solche Videos zu erstellen? Hast du eigentlich komplett Lack gesoffen? Ja oder nein? Ja. Unter dem Bastelkleber von Art Attack, je nachdem, Lack gesoffen oder Bastelkleber von Art Attack. Schön, dass ihr ich noch da einer seid. Von der Straße, also heute ganz viel Punk, ich grüße dich. Innenstädte, bettelnde Menschen. Ich find's wirklich verrückt, was für ein selbstverliebter Kerl du bist. Einerseits finde ich es witzig, ich finde es sympathisch und auch übel unsympathisch. Ich bin reich und ich scheiße auf alles! Ich bin jetzt ein Netflix-Junkie geworden. Ich sitze dann auch mal gern daheim und gucke 17 Staffeln von der Folge hintereinander an. Also, ey! Ey! Geil! Ey, Leute, ohne Scheiß, was gucken wir uns hier an? Wenn ich morgens aufwache und meine Zähne putze, gucke in den Spiegel rein. Junge, was ist das? Das haben wir uns gerade eben hier angeguckt. Der Typ hat doch voll ein am Zylinder, wirklich. Hungriger Hugo. Aber das kam heute raus, hat einfach 7700 Aufrufe.
Ganz klassische Geschichte.